Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 466. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, erstmal bisschen Meta. Herzlichen Dank für die Rückmeldung zur letzten Episode. War mal wieder eine, die mir etwas schwerer gefallen ist. Habt ihr auch gemerkt, habe ich auch gesagt. Und es kam ganz wenig kritische Stimmen. Also die kritischste war eine Zusendung von jemandem, die in einer Klinik arbeitet und da viel mit Essstörungen zu tun hat und ja, oder mit psychisch Kranken. Und da ist natürlich die Frage nach Verantwortung für den eigenen Körper ein bisschen schwieriger als das, was ich der letzten Episode gemacht habe. Das stimmt. Krankheiten habe ich in der letzten Episode komplett ausgeblendet. Es müssen ja nicht mal psychische Krankheiten sein. Es können ja auch körperliche Krankheiten sein. Das habe ich ausgeblendet. Das macht das Ganze nochmal viel komplexer. Das ist nicht in einer Episode zu behandeln. Alle anderen, die mir geschrieben haben, waren ganz glücklich mit dem, was ich so erzählt habe. Und ich selbst bin es eigentlich auch immer noch. Und ja, genau. Und am glücklichsten war, glaube ich, die Hörerin, die mir die ursprüngliche Postkarte geschickt hatte. Die hat mir nochmal geschrieben, dass sie, nachdem sie die Episode gehört hat, sich so da gefreut hat, dass sie sofort den Lindt Schokoladenclub gekündigt hat. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und sie hat mir dann die letzte Zusendung aus diesem Schokoladenclub dann zugeschickt als Dankeschön. Und das dürfte ich dann aufessen. Ich würde das ja viel schneller abgelaufen bekommen als sie. Lindt Schokoladenclub, noch nie was davon gehört. Das ist ein großer Kasten. Sieht sehr, sehr edel aus. Und da sind dann so ein paar Pralinchen drin und ein bisschen Lindt Schokolade und ein paar Ostereier waren auch noch mit drin. Sehr lecker, herzlichen Dank, liebe Nicole. Und ja, da werden wir eine Weile brauchen, das aufzuessen. Meine Frau hat tatsächlich gestöhnt, weil ich habe ja so ein Problem mit Chips. Also wenn ich Chips im Haus habe, dann fällt es mir immer schwer, die nicht aufzuessen. Und das ist so mein Kryptonit. Bei meiner Frau ist es eher Schokolade. Hat sich also natürlich sehr gefreut über die Lindt-Schokolade, aber und ich versuche auch gerade ein bisschen auf ihr Gewicht zu achten. Es ist natürlich auch hinderlich, so leckeres Schokolade im Haus zu haben. Aber alles gut, wir haben uns da einigermaßen im Griff. Ja, so viel zur letzten Episode. Habe ich noch irgendwas zu erzählen an Meta? Ich glaube eigentlich nicht. Kommen wir zum heutigen Thema. Und das ist wieder eins, was mir inspiriert worden ist sozusagen. Und zwar hat Pia, eine von den beiden Damen, die mir gerade die Illustrationen machen, die Episodenbilder zeichnen. Pia und Bianca machen das ja abwechselnd. Und ich hatte letztens vor einem Monat oder noch länger her im Chat mal gefragt, irgendwie, ich wüsste gerade gar kein Thema, ob sie eine Idee hätten. Und da hat Pia vorgeschlagen, mach doch mal Stammbaum, irgendwas über Eltern, Großeltern. Keine Ahnung. So, und das fand ich auch eine nette Idee und habe ich dann jetzt mal aufgegriffen. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich erzählen soll. Also klar, Stammbaum gibt es natürlich irgendwie, ist ein interessantes Thema. Ich mag das, mich mit meinen Vorfahren zu beschäftigen. Ich frage mich aber auch immer, wie wichtig ist das eigentlich für mich? Also wie wichtig wäre es mir, dass da irgendwelche Persönlichkeiten zustande kommen? Wie wichtig ist mir das eigentlich, woher die Leute kommen, die da drin vorkommen? Und eigentlich ist es ist zwar interessant, aber alles irgendwie nicht wirklich wichtig für mich. Also es macht mich ja nicht zu einem anderen Menschen, wenn ich jetzt erfahre, ach, guck mal, ein König war in meinem Stammbaum. Also war nicht. Also zumindest erstmal nicht. Aber ja. So, trotzdem interessiert mich das natürlich. Ich habe mal von meinem Vater einen Stammbaum geschenkt bekommen, ein schönes gemaltes Stück auf einer sehr langen Rolle.
Und der geht tatsächlich zurück bis ins 16. Jahrhundert. Also das sind, glaube ich, so 10 Generationen, die darauf vermerkt sind, über seinen Vater, glaube ich. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und das mal in jenny.com eingegeben. Es gibt ganz viele so Webseiten oder auch Programme, die man sich installieren kann. Wir haben das mit so einer Webseite gemacht. Da kann man seinen Stammbaum eingeben. Ist natürlich eigentlich, will man denen die Daten geben? Die machen daraus natürlich auch ihr Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist, dass sie behaupten, sie hätten Matches gefunden mit anderen Leuten, die auch ihren Stammbaum eingegeben hätten. Und dann könnte man quasi darüber Verwandtschaft finden. Müsste dafür dann Geld bezahlen. Das habe ich nicht gemacht. Da weiß ich nicht, wie. Weiß ich nicht. Irgendwie ist mir das nicht ganz recht. Zumindest habe ich einfach nur das Programm genutzt. Jenny.com ist furchtbar langsam Flash-basiert. Und ja, auch ich als Adobe-Mitarbeiter darf über Flash lästern. Das ist ganz, ganz furchtbar. War früher mal eine total coole Idee, dass es das gibt, sonst hätte Adobe das auch nicht gekauft. Ist ja entwickelt von Macromedia, aber ist halt ja sträflich vernachlässigt worden, nicht auf die aktuellen Begebenheiten eingestellt und oder keine Ahnung, was da, also das war ja noch lange vor meiner Zeit. Als ich bei Adobe angefangen habe, vor guten 5 Jahren, ist es, glaube ich, gerade abgekündigt worden. Also, dass es halt nicht weiterentwickelt wird, weil es halt mit den neueren HTML Weiterentwicklung, viel modernere, bessere Möglichkeiten gibt es, das zu tun, was man bisher mit Flash gemacht hatte. Tja, auf jenny.com kann man sich das noch angucken, wie sich so eine Webseite mit Flash anfühlt. Furchtbar ist das. Trotzdem haben wir damals, also wann haben wir das gemacht? Vor 4, 5 Jahren oder so haben wir da mal diesen Stammbaum dann eingegeben. Vielleicht ist es auch schon länger her. Ich weiß es gar nicht mehr. Müsste dran stehen. Habe ich mich jetzt aber nicht eingeloggt. Wenn ich das jetzt öffne, nebenbei die Webseite, könnte ich euch zwar sagen, wie weit der Stammbaum tatsächlich zurückgeht, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass so der Rechner dann abspielt. Naja, ich probiere es mal nebenbei aufzumachen. Genau, so, und zu dem Anlass, dann den Stammbaum da väterlicherseits einzugeben, haben wir dann auch mal den Stammbaum über meine Mutter eingegeben. Da hat mir mein Onkel dann dabei geholfen. Und ja, hier, Flash wird blockiert und dann wird es irgendwie doch geladen. Da kommt's. Ja. So, wie kann ich jetzt hier den Stammbaum angucken? Es lädt noch. Es dauert noch. Oh Gott. Jetzt sagt er hier wieder, Flash Player ist blockiert. Ich will aber gar nicht blockieren. So. Ja, also das heißt, eigentlich habe ich den Stammbaum da nur eingegeben, um den nochmal zu sichern außerhalb dieses Pergaments, was ich da bekommen habe. Und weil das auch ganz, ganz lustig da aussah. So, genau. Und der Stammbaum geht ja auch nicht nur nach oben, sondern er geht ja auch nach unten. Also meine Kinder gehören ja auch mit zum Stammbaum. Das ist auch ganz lustig. So, jetzt wenn ich immer rausscrolle und da zu dem ursprünglichsten Alten gehe, das ist Dominus Karl, mein 16. Generation, 16th Great Grandfather steht da. Geburt geschätzt vor 1571, also bei den ganz alten Dingern ist da das Geburtsdatum auch immer nur geschätzt, was natürlich ein bisschen ganz schade ist, aber wo steht denn hier mal das erste richtige Geburtsdatum? Ne, das ist immer noch. Mal gucken. Georg, Karl. Also irgendwie heißen die alle Karl. Meine Vorfahren. So, das war ganz lustig. Aber ja, letztendlich, ich habe da nichts von. Also irgendeiner von denen hat, glaube ich, mal eine Stiftung gegründet und man könnte dann irgendwie, wenn man aus der Familie kommt, sich irgendwie Stiftungsgeld holen, wenn man das denn braucht, zum Studieren oder so. Brauche ich zum Glück nicht. Deswegen ist mir das ziemlich egal. Ja, also wer halt in meinem Stammbaum einen großen Einfluss auf mich hat, sind ja meine Eltern. Und die haben natürlich allein schon eine interessante Historie,
die mir auch ziemlich gut bekannt ist, weil wir da oft drüber gesprochen haben. Mein Vater ist im Siebengebirge geboren, da hinterm Erzgebirge sozusagen irgendwo. Ich war dort nie, was eigentlich schade ist. Da ist jetzt Polen, da könnte man einfach hinfahren. Ganze Zeit lang wäre das eher schwieriger gewesen, als es noch Ostblock war. Mittlerweile könnte ich da wahrscheinlich, wenn nicht gerade Corona wäre, einfach hinfahren und mir das da angucken, wie das da aussieht, wo mein Papa geboren ist. Aber letztendlich ist er 1938 geboren und 1945 dann am brennenden Dresden vorbei in den Westen gezogen. Und ja, also ich glaube nicht, dass er viele Erinnerungen an seine Zeit dort hatte. Er hat dann eine Zeit lang im Ruhrpott gelebt, ist mit 14 Jahren unter Tage gewesen, hat dabei geholfen, die Familie zu ernähren. Und ja, das hat ihn, glaube ich, ziemlich geprägt. Über seine Mutter kommt der Stammbaum übrigens. Sein Vater, also mein Opa, ist 1967 schon gestorben. Beide meine Opas sind vor meiner Geburt gestorben, habe ich beide nicht kennengelernt. Was sehr schade ist, aber meine Omas habe ich beide kennengelernt. Die habe ich, ja, also als Kind und auch noch als Erwachsener irgendwie sehr bewusst natürlich miterlebt und auch viel Zeit mit denen verbracht. Eine Oma lebte in Nachod, das ist in der Nähe von Wieblingen-Werde im Sauerland. Bei meinem Onkel und seiner Familie hat sie mit im Haus gewohnt und da waren wir so 2-3 Mal im Jahr bestimmt, also oft. Und manchmal, wenn meine Eltern ohne mich in Skiurlaub fahren wollten oder so, dann wurde ich da auch abgesetzt. Also ich habe bestimmt öfter mal, also weiß ich nicht wie oft, aber ein Dutzend Mal, keine Ahnung was. Ich kann mich nicht erinnern, aber es war regelmäßig so, dass ich auch mal einfach eine Woche oder zwei dort war und irgendwie Zeit dort verbracht habe. Da haben dann irgendwie meine Tante und mein Onkel mich aufgenommen. Das war aus verschiedenen Gründen toll. Der wichtigste Grund ist wahrscheinlich, dass die auch einen Sohn hatten, der so knapp in meinem Alter war, ein Jahr jünger. Christian, mein Cousin, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Wir haben immer in seinem Zimmer gepennt, wir haben die wildesten Sachen gemacht. Es gibt einen ganz tollen Wald, da fließt ein Fluss, die Henne fließt da vorbei und dann ist das da auch sehr gebirgig und dann konnte man da immer so die Berge hochstratzen und ach, wenn ich im Herbst da war und der ganze Wald voller Blätter lag und so, das war toll. Genau. Ein anderer Grund ist, dass mein Onkel lange Zeit Vertreter bei Balsen war, als Balsen noch die Chips-Abteilung hatte. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch meine Chips-Kryptonit-Geschichte. Und der hatte halt immer den ganzen Keller voller Balsen-Chips, weil er irgendwie günstig rangekommen ist. Das war natürlich auch super. Nein, ganz, ganz liebe Leute. Leider habe ich ein bisschen den Kontakt verloren, vor allem zu Christian. Der ist in Aachen mittlerweile. Das ist relativ weit weg. Er hat halt auch Familie, hat auch zwei Kinder. Und zuletzt gesehen haben wir uns tatsächlich auf der Beerdigung seiner Mutter, also der Schwester meines Vaters. Die ist vor 5 Jahren etwa gestorben. Vor 4 Jahren. Steht hier sogar auch im Stammbaum drin. Genau. Da haben wir uns dann gesehen und seitdem schon wieder nicht mehr. Was eigentlich schade ist. Ja, aber so ist es halt manchmal. Genau, mein Onkel lebt noch. Mein Papa ja leider nicht mehr. Vielleicht haben wir auch deswegen ein bisschen weniger Kontakt. Ich weiß es nicht. Ja, mein Papa ist dann irgendwann nach Hamburg gekommen, hat an der Abendschule sein Abitur nachgeholt, hat VWL studiert, hat also nicht nur sein Abitur nachgeholt, erstmal hat er eine Ausbildung zum Diakon gemacht, dann hat er sein Abitur nachgeholt, dann hat er noch studiert so nebenbei, während er als Diakon gearbeitet hat auf der Uhlenhorst und
ist dann halt als Informatiker zur HIW gegangen. Ja, dann sind sie irgendwann, als das zweite Kind da war, rausgezogen nach Wisted, da wo ich dann auch aufgewachsen bin. Ja, meine Mama kommt aus Hamburg. Die ist in Hamburg aufgewachsen. Aber ihre Mama, also meine Oma, die kommt aus, sag mal schnell, Königsberg. Genau, also auch östliche Gene sozusagen. Kann man sich natürlich drüber streiten, ob ich dann einen Migrationshintergrund habe. Also gefühlt habe ich den nicht, weil meine Eltern beide deutsch sind. Aber mein Papa ist schon mal da geboren, wo jetzt Polen ist, und meine Mutter hat auch Vorfahren. Was ist eigentlich Königsberg? Ist das Danzig? Gehört das zu Russland oder ist, ich weiß es nicht mal. Nee, was ist? Es gibt doch diese eine Exklave von Russland. Was ist denn das? Was weiß ich. Auch da war ich noch nie. Würde aber gerne mal hin. Erstens, weil da eben auch Wurzeln sind. Zweitens, weil ja der Herr Kant da gelebt hat. Also kann man sich ja eigentlich auch mal angucken. Genau. Ich weiß es wirklich nicht. Muss ich gleich mal nachgucken. Königsberg ist eine Stadt und Preußen. Hauptstadt von Preußen. Aber Moment mal, die gibt es doch immer noch, die Stadt, oder nicht? Aber es gibt doch kein Preußen mehr. Für die heutige russische Stadt siehe Kaliningrad. Aha. Königsberg heißt heute Kaliningrad. Entschuldigung, das habe ich durcheinander gekriegt. Hat natürlich nichts mit Danzig zu tun. Na gut. Wie auch immer. Ja, also beide Omas. Also meine Oma mütterlicherseits. Wie gesagt, meine Mama kommt aus Hamburg und meine Oma hat immer in Hamburg gewohnt, seit ich gelebt habe. In der Attigesstraße in Hamburg, Othmarschen. Und da waren wir natürlich oft. Also die haben wir oft besucht, die war oft bei uns. Als sie dann irgendwann ins Altersheim ziehen musste, war das auch bei uns um die Ecke. In Tostedt und ja, genau, da war so ein ziemlich intensiver Kontakt da zu meiner anderen Oma nach Nachod. Das war dann eher so sporadisch, als Kind, aber halt doch teilweise auch sehr intensiv. Also ich habe mich da immer sehr gut behütet gefühlt auch. Ja, so alle älteren Vorfahren oder wie gesagt, meine Opas habe ich natürlich nicht miterlebt. Ich weiß ein bisschen was über die Vorfahren, auch mütterlicherseits, dadurch, dass halt mein Onkel Wolfgang, also der Bruder meiner Mutter, auch nochmal interessant, also mein Vater hat einen Bruder und eine Schwester, die auch beide noch leben. Meine Mutter hat zwei Brüder, die noch leben und hatte eine Schwester, die leider schon gestorben ist. Und die haben alle Kinder. Die jetzt natürlich auch keine Kinder mehr sind, sondern alle längst erwachsen. Das heißt, mütterlicherseits habe ich eine sehr große Familie mit Cousins und Cousinen, die auch häufig schon Kinder haben und teilweise dann auch schon eine Generation weiter. Also eine meiner Cousinen ist auch schon Oma. Ja, eine. Mehr noch nicht. Wenn ich nochmal nach. Überlege. Ja, nee, müsste so sein. Also zumindest habe ich noch nichts weiteres gehört. Ja. Ich bekomme ja echt, ich hätte mich besser vorbereiten sollen, aber ich sollte vielleicht auch nicht nebenbei hier meinen Stammbaum offen haben. Das ist wahrscheinlich vollkommen uninteressant für euch, wenn ich hier in meinem Stammbaum rumklicke. So, das heißt. Das ist ganz interessant, wie der Stammbaum, also die Wurzeln, wo ich herkomme, wird ja in so einem Stammbaum immer oben dargestellt. Die kann ich sehr weit zurückverfolgen, hat aber wenig Einfluss auf mich irgendwie, weil ja, das sind halt irgendwelche Vorfahren. Das ist mir nicht so, weiß nicht, es ist zwar interessant, wo die herkommen, aber irgendwie ist es nicht so wichtig. So, dann ist natürlich irgendwie mein direktes Umfeld extrem wichtig. Und zu meinem Stammbaum gehören natürlich auch meine Kinder. Und das hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf,
was ich so für ein Mensch bin, dass ich eben Kinder habe, und das sind ja auch Individuen und Menschen, die einen Einfluss auf mich nehmen, ich natürlich auch auf die, aber andersrum eben auch. Und so, das ist dann so ganz, ganz direkt. Und wenn man mal einen Knoten nimmt aus so einem Stammbaum, dann geht es von dem, also zumindest wenn dieser Knoten Kinder hat, geht es ja nicht nur nach oben in die Vergangenheit, sondern eben auch nach unten. Und es ist immer ganz witzig, wenn man dann einen Großelternteil nimmt, also eine Oma oder ein Opa, und dann von dort aus nach oben in die Vergangenheit guckt. Das ist für mich immer dann schon relativ schnell abstrakt, was das für Menschen sind, wo die herkommen. Die haben dann ja auch wieder Kinder. Also meine Omas und Opas, die haben natürlich auch Cousins und Cousinen über irgendwelche Geschwister der Eltern, keine Ahnung was. Und da geht es dann immer ziemlich schnell ab. Ich habe zum Beispiel bei einem Familientreffen mütterlicherseits, also von meiner Oma aus, da ist eine relativ aktive Familienszene, wo man dann auch gerne mal Familientreffen gemacht hat. Da habe ich mal jemanden kennengelernt, die ist so knapp mein Alter, ein bisschen jünger als ich. Und das ist die Urenkelin von einem Cousin meiner Oma, glaube ich. Und das war mir so zu kompliziert, dass ich einfach gesagt habe, ich nenne dich jetzt Cousinchen und fertig ist. So, also das ist jetzt, ich habe die als Cousine adoptiert sozusagen oder angenommen. Wir haben nicht viel Kontakt, aber über den FC St. Pauli haben wir eine ganz, ganz enge Verbindung und schreiben uns ab und zu WhatsApp-Nachrichten. Genau. Auch lange nicht gesehen. Ja, und das finde ich als eigentlich so ganz interessant, dass es dann halt immer in beide Richtungen geht und sich auch ganz schnell ganz weit verzahnen kann. So, und ganz allgemein gesprochen auf Stammbäume finde ich so Forschung ganz interessant. Da habe ich letztens, wann war das, vor ein paar Jahren, kam eine Studie raus, die gesagt hat, wir sind ja eh alle miteinander verwandt, und das jetzt nicht in einem biblischen Sinne, dass wir irgendwie alle von Adam und Eva abstammen, aber eigentlich ist es ja komplett logisch und wäre überraschend, wenn es nicht so wäre, denn je weiter man hochgeht im Stammbaum, je weiter man in die Vergangenheit geht, das steigt ja exponentiell. Also ich habe zwei Eltern, die haben auch jeweils zwei Eltern, macht vier, die haben auch jeweils zwei Eltern, macht acht, die haben auch jeweils zwei Eltern, macht 16. Also das ist ja immer zur Potenz 2, geht es dann immer weiter. Je weiter man geht, desto schneller überschneidet sich das natürlich. Ne? Also das ist ja nicht Inzest, wenn irgendwie vor 16 Generationen da mal irgendwie Verwandtschaftsverhältnisse waren und dann vor drei Generationen das dann wieder zusammengeflossen ist oder so. Also da ist ja genügend Durchmischung gewesen. Das ist dann, würde ich nicht Inzest nennen. Trotzdem, wenn man mal 16 Generationen zurückgeht, so wie ich das machen kann mit dem Dominus Karl, da kenne ich zwar nur einen, da waren ja aber 2 hoch 16 und 2 hoch 16 im Kopf. 2 hoch 8 ist ja 256. 2 hoch 9 ist 512. 2 hoch 16 kriege ich gerade nicht hin. Müssten aber schon ziemlich viele sein. So, und das ist ja nur 16. Jahrhundert. Wenn ich nochmal irgendwie 500 Jahre zurückgehe, dann bin ich bei 32. Was kann man mit 32 Bit, kann man schon, da sind wir schon in den Millionen. Und wir sind gerade mal beim Jahr 1000 angelangt. Also theoretisch 1000 Jahre zurück sind schon irgendwie Millionen also Millionen Menschen, die gleichzeitig auf der Welt waren. So, heute sind wir zwar irgendwie bei 8 Milliarden Menschen oder so auf der Welt, aber das ist ja auch relativ stark gestiegen in den letzten paar Jahren. Und also vor 1000 Jahren waren halt noch nicht so viele Menschen auf der Erde. Und irgendwie haben die Forscher herausgefunden, dass wenn man
2000 oder 2500 Jahre zurückgeht, dass man dann mit allen Menschen, die auf der Erde gelebt haben, verwandt ist. Und wir dadurch natürlich auch mit all diesen Menschen. Also letztendlich, Jesus hat nun keine Kinder gehabt, aber die Leute, die zu Zeiten von Jesu gelebt haben, sind alles unsere Verwandten und alles unsere Großeltern, und über die sind wir alle miteinander verwandt. Oder Kleopatra. Hat die Kinder gehabt? Wahrscheinlich. So, also Kleopatra ist von uns allen eine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma. Deswegen sehen wir alle so gut aus. Und ja, das finde ich fand ich erst total absurd, die Vorstellung, dass man, wenn man weit genug zurückgeht, einfach mit allen Menschen, die gelebt haben, verwandt ist. Aber andererseits ist es ja auch komplett logisch. Und die Frage ist ja nur, wie weit muss man denn eigentlich zurückgehen? Und da findet man irgendwann so eine Bevölkerung, wo einfach alle Menschen, die jetzt leben, mit jedem Einzelnen von diesen irgendwie verwandt ist. Ja, kann natürlich sein, dass es durch große Entfernung dann irgendwie Situationen gibt, wo man nicht mit allen diesen Menschen verwandt ist, aber dadurch, dass doch immer Menschen gewandert sind, gereist sind, Völkerbewegungen stattgefunden haben und so weiter und so fort. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Und die Forscher, die behaupten das ja nicht einfach so anhand von mathematischen Modellen, sondern da gibt es ja auch Möglichkeiten, das über Genanalysen irgendwie zu beweisen. Ja, und was da ja jetzt dann der neueste Trend ist, ist tatsächlich eine Genprobe einzuschicken, und dann gibt es Firmen, die das untersuchen und einem dann sagen, was man denn so für einen Stammbaum hat. Und da war ich letzten Sommer relativ überrascht, dass alle meine amerikanischen Kollegen, mit denen ich saß mit ein paar Kollegen zusammen aus Amerika, und alle hatten das gemacht. Also es war wohl irgendwie ein Trend, und irgendwie alle in den USA aus dieser Blase, mit denen ich da gesprochen hatte, haben das gemacht. Die haben einfach eine Speichelprobe oder irgendwas haben sie eingesendet in ein Labor, und dann kriegt man halt irgendwann ein dickes Dokument zurück, dass man irgendwie zu so und so viel Prozent aus Schweden stammt und zu so und so viel Prozent aus was weiß ich was. So, finde ich ganz witzig. Ich meine, dass Amerikaner das machen, um dann rauszufinden, oh, meine Vorfahren sind aus Europa, finde ich irgendwie ganz interessant. Oder aus Afrika, weil das ist da ja relativ offensichtlich. Also die Ureinwohner Amerikas, Indianer, wie man so schön sagt, oder Native Americans, die ja sind halt nicht mehr so stark verbreitet vertreten. Also ich glaube, von den Kollegen, mit denen ich da gesprochen hatte, das waren alles europastämmige Menschen. Kaukasier. Nee, Asiaten waren auch dabei natürlich. Genau. Wir haben natürlich viele Schwarze, die bei uns arbeiten in der Firma. Ist dann auch offensichtlich, wo da die Wurzeln herkommen. Über was weiß ich, wie viele Generationen. Und ich weiß aber nicht, ob ich überhaupt mal Leute getroffen habe, die von Native Americans abstammen. Interessant. Gibt es vielleicht in San Francisco nicht so viele. Naja, sei es drum. Fand ich interessant, dass es da so ein Trend ist und dass das irgendwie, weiß ich nicht, dass es ganz normal ist, sich da sowas, seine Gendaten. Ich meine, ich habe mich schon gesträubt, meinen Stammbaum da in Jenny einzutragen, aber das ist jetzt eine Information, da hätte ich auch gelogen können. Und ich meine, ich habe diese Informationen auf einem Zettel bekommen, ob die richtig ist, ob die Daten alle stimmen, sei mal so dahingestellt. Aber und also selbst da hatte ich schon irgendwie ein bisschen so Skrupel, das einzutragen. Ich als datenschutzgeprägter Mensch
fand das irgendwie merkwürdig, diesem Dienst da meine Daten anzuvertrauen. Und mir war natürlich bewusst, dass sie irgendwie versuchen, anderen Leuten dann zu verklickern, dass meine Ur-Ur-Großtante väterlicherseits dann irgendwie deren Ur-Ur-Ur-Großtante auch sein könnte oder keine Ahnung was. Aber letztendlich hätte ich da ja auch lügen können oder einfach irgendwelche Sachen eintragen können, um irgendwie Datenverschleierungstechniken irgendwie zu benutzen. Aber meine Gendaten, also ob ich einen Gentest zu einer Firma hinschicke und die dürfen dann damit erstmal machen, was sie wollen. Wahrscheinlich sagen sie auch, ja, wir machen nur das und das und das damit oder so. Aber das weiß ich nicht, ob mir das so recht wäre. Ich denke ja immer, wenn da eine behördliche Aufsicht wäre oder so, dann ist das vielleicht datenschutztechnisch auch nochmal nicht ganz so schlimm. Aber irgendwie kann das natürlich auch ganz schnell irgendwie sich zum Negativen wenden. Denn Behörden, Verwaltung wird von der Regierung gesteuert und wir haben in Deutschland nun mal schon die Situation, dass wir Nazis mit in Parlamenten sitzen haben. Und naja, man weiß ja nicht, wie sich das weiterentwickelt. Und wenn Nazis irgendwann mal wieder an die Macht kommen, will man dann irgendwie eine Genprobe in irgendwelchen Verwaltungen liegen haben? Also gerade Nazis, die halt irgendwie Minderheiten unterdrücken und wer weiß, welche Minderheit das nun gerade ist, die von den neuen Nazis unterdrückt werden. Also das fände ich irgendwie, weiß ich nicht. Ist vielleicht, es klingt total weit hergeholt irgendwie, aber ich habe da auch ganz wenig Vertrauen in, also ich wüsste nicht, warum diese Daten dort liegen müssen. So, jetzt haben wir gerade eine Corona-Pandemie und es wird über Tracking-Apps philosophiert. Und das ist natürlich auch irgendwie eine sehr kritische Frage. Will man über eine App irgendwie der Regierung oder dem Robert-Koch-Institut irgendwie mitteilen, mit wem man denn jetzt gerade Kontakt hat und wo man denn nur gerade war? Da gibt es ja zum Glück Architekturen, mit denen das nicht so komplett transparent gemacht werden muss. Also man kann das so dezentral aufsetzen, dass der Server, also die verwaltende Instanz, gar nicht unbedingt weiß, wo ich denn war und wen ich denn getroffen habe. Solange alle Betroffenen dem Server mitteilen, ich bin übrigens krank, gäbe es halt auf dem Server eine Liste von Leuten, von IDs, die irgendwie krank sind und dann kann ich halt das auf meinem lokalen Gerät abgleichen, habe ich mit einem von dem Kontakt gehabt und wenn ja, wann und wo das dann gewesen ist, muss eigentlich gar keiner wissen. So, also das kann man auch irgendwie machen. Ich finde das, wie gesagt, aus dem Grunde, dass man nie weiß, welche Regierung dann irgendwie nächstes Jahr in die Macht kommt, finde ich das schon irgendwie echt wichtig, dass man da ein bisschen aufpasst. Andererseits benutze ich Garmin, um meine Läufe zu tracken und übermittle meine Gesundheitsdaten an Garmin, also meinen Puls und sogar meine Sauerstoffsättigung im Blut. Ja, also ich habe mich zumindest dafür entschieden, diese Corona-Datenspende-App, wo man dem Robert-Koch-Institut so Gesundheitsdaten, was so Puls, Ruhepuls und Bewegung, also Schritte und sowas kann man da übertragen, um so denen zu ermöglichen, vielleicht anhand von einer Mustererkennung den Ausbruch von einer Covid-Erkrankung irgendwo frühzeitig zu erkennen, einfach um dir das zu ermöglichen, da ein bisschen Datenforschung zu betreiben. Das mache ich. Ja, also wenn Garmin das wissen darf, dann dürfen die das auch wissen. Aber Geninformationen, das ist mir zu gruselig. Das will ich weder irgendwelchen Firmen noch irgendwelchen Regierungen eigentlich mitteilen. Schlimm genug, dass die Amis mein Iris-Scan und meinen Fingerabdruck haben, nur weil ich einmal in die USA einreisen wollte und sie gleich Fingerabdrücke haben. Naja.
Sei es drum. Thema Stammbaum war ich eigentlich, ne? Genau, DNA-Analyse für Stammbaum. Ich merke, ich werde gerade ziemlich müde. Ja. Ich glaube, ich habe aber auch schon alles erzählt, was zum Thema Stammbaum interessant ist. Meine Mama ist übrigens auch Diakonin. Die haben beide, also mein Papa, habe ich ja vorhin erzählt, hat eine Ausbildung zum Diakon gemacht. Gemeindehelfer in der Kirchengemeinde. Und ich glaube, darüber haben sie sich auch kennengelernt. Die haben beide die Ausbildung am Rauen Haus gemacht. Ich hatte mal eine Freundin, die hat auch da gelernt. Fand ich ja ganz witzig. Ja, und mein Papa hat auf der Uhlenhorst gearbeitet als Diakon. Meine Mama in Neuwiedental. Oder? Neugraben? Irgendwo südlich der Elbe. Genau. Und meine Mama hat dann ja später nochmal wieder angefangen, als Diakonin zu arbeiten in Hollenstedt. Ja, Thema Datenschutz. Jetzt erzähle ich euch hier von meinem kompletten Stammbaum. Und so, na, egal. Ich werde öfter mal gefragt, wie machst du das eigentlich, irgendwie auf irgendwelche Themen zu kommen und was erzählst du denn da? Ich versuche mir immer vorzustellen, was erzähle ich euch denn, was möchte ich euch denn erzählen, wo ziehe ich denn meine Grenze? Wenn ich in einer Kneipe jemanden kennenlernen würde, dann würde ich ihm genau das auch erzählen. So, das ist zwar jetzt was anderes, irgendwie das so vielen Menschen zu erzählen. Wenn es einer weiß, ist es vielleicht was anderes, als wenn es, also diese Episode wird ja wahrscheinlich von irgendwie, also auf jeden Fall über 100.000 Menschen heruntergeladen. Wie viele das dann tatsächlich abspielen, ist dann schon eine andere Frage. Und wie viele davon bis hier überhaupt zuhören, ist dann, na, schlaft wahrscheinlich alle schon. Ja, das ist schon ein Unterschied, aber trotzdem, also alles, was ich euch erzähle, würde ich auch in der Kneipe jedem x-beliebigen erzählen, den ich gerade kennengelernt habe, weil das für mich so, dass der Maßstab ist für, okay, das kann ich ruhig öffentlich erzählen, das ist jetzt kein so großer Einschnitt in die Privatsphäre von irgendwelchen Leuten, über die ich hier spreche. Sobald ich das Gefühl habe, nee, das würde ich vielleicht irgendwie in der Kneipe nicht irgendwie beim ersten Treffen erzählen, dann mache ich da auch einen Cut und erzähl da halt nicht weiter. Gibt's auch genug. Also, alle, die den Eindruck haben, ich sei hier komplett offen und ihr würdet mich komplett kennen, muss ich leider enttäuschen. Ich bin zwar authentisch und ich denke mir nichts aus, was ich hier irgendwie euch an Lügengeschichten erzähle, aber es gibt natürlich viele Sachen, die ich euch nicht erzähle. Ja, ihr wisst schon eine ganze Menge über mich, aber eben nur das, was irgendwie wirklich jeder wissen darf. Genau. Habe ich euch mal die Geschichte erzählt, dass, also ich bin in Wisted aufgewachsen, samt Gemeinde Tostedt, und Wisted hat irgendwann mal so eine Chronik rausgebracht, die Wisted-Chroniken, zu irgendeinem Jahrestag vielleicht, waren das 1000 Jahre Wisted oder 1200 Jahre, keine Ahnung, oder 950, also keine Ahnung, irgendwie viele 100 Jahre Jubiläum, und dann haben die Älteren im Dorf haben halt eine Chronik zusammengestellt und mein Vater wird da drin erwähnt, nicht aber als jemand, der 1973, nachdem er nicht nur eine Bergmann-Ausbildung mit 14 gemacht hat, sondern auch noch eine Ausbildung zum Diakon und dann als Diakon gearbeitet hat und dann hat er in Hamburg halt, wie gesagt, Abitur nachgeholt, ein Diplom gemacht und dann als Systemanalytiker, Informatiker bei der HRW gearbeitet hat und dann nach Wisted gezogen ist. Nein, mein Vater wird als Flüchtling geführt. Also als Flüchtling, der in Wisted aufgenommen worden ist. Das fand mein Papa sehr lustig. Natürlich war Geflüchteter. Also natürlich war mein Papa ein Geflüchteter, als er 1945 nach Westdeutschland geflohen ist oder gezogen ist. Ich weiß nicht mal, ob sie da vertrieben worden sind, ob denen das Haus, ich keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ja, war wohl an der Zeit, da wegzugehen. Und klar,
Also hat er eine schwierige Kindheit dann gehabt und eine schwierige Jugend. Aber als er nach Visit gezogen ist, hatte er zwei Kinder und einen guten Job und irgendwie ein Diplom in der Tasche und hatte sich halt irgendwie ein sehr, sehr reiches und gutes Leben schon erarbeitet. Also war sicher mühsam, aber er war nicht mehr der Geflüchtete, der mittellos irgendwie in Visit angekommen ist. Ja, ich glaube, mein Papa hat sich darüber sehr geärgert, dass er in dieser Chronik als Geflüchteter irgendwie aufgeführt worden ist, weil es ein schräges Bild zeichnet, aber irgendwie fand das, glaube ich, auch lustig. Also irgendwie haben wir alle sehr drüber gelacht. Weil wir uns nicht als Flüchtlinge gefühlt haben, auf gar keinen Fall. Aber ja, ist halt so in so Dörfern. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer diese Chronik geschrieben hat, aber es ist halt ja in einem Dorf von 1000 Einwohnern. Da sind halt sehr, sehr viele sehr alte Familien durch die Bauernhöfe, die dann da sind, also alt im Sinne von alteingesessen. Die haben wahrscheinlich Stammbäume, die sehr weit zurückgingen. Alle haben den gleichen Vornamen. Ich weiß noch, ich hatte einen Klassenkameraden in der Grundschule, der hieß Peter. Und sein Vater hieß Peter, sein Opa hieß Peter und alle hießen Peter. Und das war halt auch ein Bauernhof aus der Umgebung. Und ja, die heißen halt alle Peter. Und ich weiß nicht, wie lange es den Bauernhof schon gab, aber wahrscheinlich seit es den Bauernhof gab, hießen da immer alle Peter. Ganz lustig. Da sieht mein Stammbaum ein bisschen anders aus. Ja. Genau. Ja, das war, glaube ich, so der Abschluss, was den Stammbaum angeht. Suche ich mir mal hier den Rilke raus. Dem bin ich ja übrigens auch verwandt. Wir teilen uns eine gemeinsame Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter. Sie heißt Kleopatra. Haha. Also ich bin immer noch im Stundenbuch. Rainer Maria Rilke, das Stundenbuch, Location 1300 von 6883. 20% von dem Gesamtwerk von Rilke habe ich euch schon vorgelesen. Da leben Menschen, weiß erblühte, blasse und sterben staunend an der schweren Welt. Und keiner sieht die klaffende Grimasse, zu der das Lächeln einer zarten Rasse in namenlosen Nächten sich entstellt. Sie gehen umher, entwürdigt durch die Mühe, sinnlosen Dingen ohne Mut zu dienen, und ihre Kleider werden welk an ihnen und ihre schönen Hände altern früh. Die Menge drängt und denkt nicht, sie zu schonen, obwohl sie etwas zögernd sind und schwach. Nur scheue Hunde, welche nirgends wohnen, gehen ihnen leise eine Weile nach. Sie sind gegeben unter 100 Quäler, und angeschrien von jeder Stunde Schlag kreisen sie einsam um die Hospitäler und warten angstvoll auf den Einlasstag. Hospitäler. Gut. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind in der transzendentalen Dialektik. Auf Seite B 703. Wo ist denn hier der Seitennummer im Text? Ah nee, wir sind noch auf Seite B 702. Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik, ungefähr ja, ein paar Seiten in dieses Kapitel hinein. Augen zu und zugehört. Wenn wir demnach solche idealische Wesen annehmen, ist auch toll, ne? Wenn man sich gleich im ersten Satz, gleich am Anfang verliest, wenn man eigentlich nochmal neu anfangen, weil der Satz geht über den gesamten Absatz. Der ist ein bisschen länger. Ich fange nochmal neu an. Augen zu und zugehört. Wenn wir demnach solche idealische Wesen annehmen, so erweitern wir eigentlich nicht unsere Erkenntnis über die Objekte möglicher Erfahrung, sondern nur die empirische Einheit der letzteren durch die systematische Einheit, wozu uns die Idee das Schema gibt, welche mithin nicht als konstitutives, sondern bloß als regulatives Prinzip gilt. Ich kann das nicht jedes Mal neu anfangen, wenn ich. Ach, guck mal, das ist ein Punkt.
Das war schon der ganze Satz. Das sind ja gerade mal 6 Zeilen. Na gut. Denn dass wir ein der Idee korrespondierendes Ding, ein Etwas oder wirkliches Wesen setzen, dadurch ist nicht gesagt, wir wollten unsere Erkenntnis der Dinge mit transzendenten Begriffen erweitern. Denn dieses Wesen wird nur in der Idee und nicht an sich selbst zum Grunde gelegt. Wir nur, um die systematische Einheit auszudrücken, die uns zur Richtschnur des empirischen Gebrauchs der Vernunft dienen soll, ohne doch etwas darüber auszumachen, was der Grund dieser Einheit oder die innere Eigenschaft eines solchen Wesens sei, auf welchem als Ursache sie beruhe. So ist der transzendentale und einzige bestimmte Begriff, den uns die bloße spekulative Vernunft von Gott gibt, im genauesten Verstande deistisch. Das heißt, die Vernunft gibt nicht einmal die objektive Gültigkeit eines solchen Begriffs, sondern nur die Idee von etwas an die Hand, worauf alle empirische Realität ihre höchste und notwendige Einheit gründet und welches wir uns nicht anders als nach der Analogie einer wirklichen Substanz, welche nach Vernunftgesetzen die Ursache aller Dinge sei, denken können, wofern wir es ja unternehmen, es überall als einen besonderen Gegenstand zu denken und nicht lieber mit der bloßen Idee des regulativen Prinzips der Vernunft zufrieden, die Vollendung aller Bedingungen des Denkens als überschwänglich für den menschlichen Verstand beiseite setzen wollen, welches aber mit der Absicht einer vollkommenen systematischen Einheit in unserem Erkenntnis, der wenigstens die Vernunft keine Schranken setzt, nicht zusammen bestehen kann. Daher geschieht's nun, dass, wenn ich ein göttliches Wesen annehme, ich zwar weder von der inneren Möglichkeit seiner höchsten Vollkommenheit noch der Notwendigkeit seines Daseins den mindesten Begriff habe, aber alsdenn doch allen anderen Fragen, die das Zufällige betreffen, ein Genüge tun kann und der Vernunft die vollkommenste Befriedigung in Ansehung der nachzuforschenden größten Einheit in ihrem empirischen Gebrauche, aber nicht in Ansehung dieser Voraussetzung selbst verschaffen kann, welches beweiset, dass ihr spekulatives Interesse nicht und nicht ihre Einsicht sie berechtige, von einem Punkte, der so weit über ihrer Sphäre liegt, auszugehen, um daraus ihre Gegenstände in einem vollständigen Ganzen zu betrachten. So. Bis dahin. Ihr merkt, ich bin irgendwie müde und brauche hier meinen Schlaf. Heute ist Sonntag, der 10. Mai, Muttertag. Passt ja auch ganz gut zur Episode mit dem Stammbaum, dass ich am Muttertag vorlese. Ich habe eben noch eine Idee gehabt, was ich euch noch vorlesen kann. Was ja nämlich auch ganz lustig ist an Stammbäumen, sind Vornamen. Also Nachnamen sind natürlich auch interessant, aber Vornamen finde ich eigentlich noch viel interessanter. Da geht es dann auch nicht mehr so um Familien und um Geschlechter und sonst sowas, was vielleicht gar nicht so relevant ist. Aber Vornamen finde ich interessant. Also wie hießen die Menschen denn vor 500 Jahren? Also knapp 500 Jahren wurde Dominus geboren, das habe ich euch schon gesagt. Klingt so, als wäre der bei den alten Römern geboren, aber glaube ich gar nicht. Also es steht überhaupt nicht, wo der geboren ist. Keine Ahnung. So, der Sohn, mein Großvater 15. Generation heißt Vladislaus. Und ich lese jetzt einfach mal weiter die Vornamen bis zu meinem Papa vor, was ganz lustig ist. Wenceslaus, dann kommt Melchior, wie bei den drei, wie heißen die? Heiligen Könige, genau. Und dann kommt Georg, also mein 12. Großvater. Großvater 12. Generation heißt Georg. Und das ist witzig, weil mein Papa mit Zweitnamen auch Georg heißt. Also Georg ist unser Peter, sozusagen. So, Georg.
Georg, Georg, da geht's weiter. Das ist leider, also ein paar Geschwister werden immer aufgeführt, deswegen muss ich gucken, wo ich hier klicken muss. Dann kommt ein Matthäus, dann kommt ein Mertin. Mertin habe ich immer so eher so als ganz modernen Namen irgendwie im Kopf, aber 10 Generationen vorher geboren, Anfang des 17. Jahrhunderts in Seidorf. Aha. Ist Mertin geboren. So, dann kommt Christoph, dann kommt eine Tochter, geht die Linie über eine Tochter weiter. Sabina, die heißt dann auch nicht mehr Karl, sondern Reimann. Auch interessant. So, Sabina, dann habe ich Johann Georg. Johann Georg, dann geht es über eine Tochter weiter, die heißt. Das ist irgendwie nur eine Linie, die zurückgeführt wird. Marie Elisabeth Ender heißt sie mit Nachnamen. Nachnamen wollte ich euch gar nicht vorlesen, ne? Johann Georg, Marie Elisabeth. Dann kommt hier ein Sohn, der heißt Johann Gottlieb. Ich muss das so langsam machen, weil die Webseite so langsam ist. Ich weiß nicht, ob ich mir eine Liste einfach Textversion. Johann Gottlieb, dann kommt Christian Gottlieb. Dann kommt eine Tochter, das kann ich erkennen, weil das Kästchen rosa ist, auch verkompelt. Johanne, Christiana. Friedrich ist der Nachname. Ist kein Vorname. Dann habe ich Charlotte, Auguste, Selma. Selma ist auch cool. Selma Songs. Wie hieß der Soundtrack von dem Film Dancer in the Dark? Charlotte Auguste Selma. Wo geht's weiter? Da. Das ist Emma Selma Agnes. Interessant, Agnes. Kommen wir schon recht nah. Das ist meine Urgroßmutter, genau. Da sind wir schon. So, und dann kommt Marie. Nee, aha, Marie Agnes Katharina. Ich wusste gar nicht, dass meine, also ich kenne meine Oma nur als Oma Katharina. Marie Agnes hatte ich gar nicht im Kopf, dass das ihre Vornamen sind. Interessanterweise heißt mein Opa, also ihr Ehemann, heißt Georg Wilhelm. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der Name Georg dann über, also mein Papa heißt auch Georg mit Zweitnamen. Mein Papa heißt Ulrich Georg Gustav, genau. Und ich dachte, dass Georg über diesen langen Stammbaum dann zu ihm gekommen ist. Ist er aber gar nicht, sondern wahrscheinlich eher über seinen Vater. Oder beides. Ich glaube nicht, dass meiner Oma, als sie den Namen für meinen Papa ausgesucht hat, im Kopf hatte, dass es irgendwann mal 20 Generationen vorher, eine 10 Generationen vorher ein Georg gegeben hat. Na gut. Genau, das waren die Vornamen bis zu meinem Papa. Ich heiße Tobi, übrigens, komme auch vor in diesem Stammbaum. So, das war es jetzt aber. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht gut und kommt gut durch die Zeit. Schlafen ist wichtig fürs Immunsystem übrigens. Also ab ins Bett. Gute Nacht, hab euch alle lieb. Tschüss.